für die heimische Gespräche kommt. So hat sich herausgestellt, dass meine Nachbarin neben allen Landessprachen auch noch fließend Deutsch redet, weil sie früher als Fremdenführerin gearbeitet hat. Ich habe Gelegenheit, den gerade gehabt, um sie zu fragen, wo ich ein günstiges Hotel finde. Die Marilyn war voller Ideen, was ich alles machen müsste in Mauritius. Und wir haben abgemacht, dass wir uns wiedersehen. Auf der Spur von der alten Kolonialzeit bin ich im Nachbar von der französischen Zuckerbaron besucht. Der Jacques de Marocin wohnt immer noch standesgemäß im alten Familienhaus Eureka. Der alte Mann hat es trotz der vielen Durchgangstüren hinaus geschafft, 17 Kinder zu machen. Privatsphäre war wohl ein Fremdwort für ihn.